Wer bereits einen Riester-Vertrag hat, der sollte jetzt bei diesem Video wirklich aufpassen, weil der kann ja viele Kosten sparen. Der Online-Anbieter fair.de ist nämlich für Riester-Sparverträge wirklich das Beste. Ich bin ja an sich kein Fan von solchen Sachen wie Versicherungen, Riester, weil man da weniger Kontrolle hat und oft die Kosten sehr, sehr hoch sind. Hier ist es aber ansatz. Die nehmen einerseits die staatlichen Zulagen mit, man kann da auch alles immer einsehen und dazu investieren sie das Geld in günstige ETFs und nicht irgendwelche teuren Fonds und man hat da wirklich eine gute Transparenz. Sehen zum Beispiel hier auch den Vergleich von den Kosten. Ja, da kann man 100.000 Euro mehr erzielen, wenn man zu fair.de wechselt, da die Gebühren einfach viel, viel niedriger sind. Das heißt, vielleicht ist nicht für jeden zum Neuabschluss ein Riester-Vertrag gut, aber die, die noch Altverträge haben, die machen den kompletten Wechsel. Und das ist natürlich top. Ja, wir sehen es hier, man kann es online in 5 Minuten machen, dann Wechselformular ausfüllen und den Rest macht dann fair.de. Kann natürlich dann ein bisschen dauern, aber danach hat man einen günstigeren Anbieter mit besseren Produkten. Was ich zum Beispiel auch gut finde, ist es die Asset Allocation, also in welche ETFs investiert wird, wird im Alter angepasst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 30 bin, dann kann ich jetzt hier diesen Kuchen, wie der sich verändert, kann ich simulieren. Das ist natürlich gut, ist, dass die Aktienquote am Anfang sehr, sehr hoch ist. Dazu kommen und dann wird die im Alter langsam zurückgefahren, da man natürlich dann das Geld entnimmt. Die Gebühren sind eigentlich auch fair, also gerade ab 10.000 Euro, was man beim Riester-Sparplan dann doch schnell zusammen hat, zahlt man 0,5% Verwaltungsgebühr. Dazu kommt noch 2,25 € Kontoführungsgebühren und noch die Kosten der Fonds. Deswegen sagen wir mal, geschätzt ist man insgesamt bei Gebühren von 1,2, 1,3%. Das ist aber in Ordnung, da man halt auch einfach die kompletten staatlichen Zulagen mitnehmen kann. Das heißt, vor allem für Geringverdienende mit Kindern oder auch macht die Riester-Rente durchaus Sinn als Teil der privaten Altersvorsorge. Wie gesagt, es gibt diese Grundzulage von 154 Euro im Jahr. Wenn man 4% seines Bruttoeinkommens da einzahlt, dazu muss man diese 4% dann nicht versteuern. Das ist natürlich auch top, da man so seine Steuerlast senken kann. Und wenn man Kinder hat, bekommt man auch nochmal extra Geld. Das heißt, da kriegt man nochmal 185 Euro. Also gerade wenn Sie jetzt Berufseinsteiger oder sagen wir Mitte 30 sind, 2 Kinder haben, dann lohnt sich das wirklich schnell, da man hier 750 Euro vom Staat dazu bekommt und selber nur 450 Euro einzahlen muss und es auch noch absetzen kann. Das ist also wirklich top. Ich kann mir hier sogar ein persönliches Angebot berechnen lassen. Sag ich mal, ich bin jetzt 80 geboren, bin mit 65 in Rente und nächsten Monat anfangen. Kann hier noch die Daten mit den Kindern eingeben, das ist wirklich gut gemacht. Und kann mir jetzt hier meinen individuellen Beitrag kalkulieren lassen und kann dann hier mit 7%, womit die mit Aktien rechnen, was durchaus jetzt nicht unrealistisch ist, aber natürlich auch eher optimistisch. Wir sehen hier meine Einzahlungen und die Zulagen und natürlich auch den Wertzuwachs. Und ich bekomme dann immerhin bei 200 Euro monatlich sparen, habe ich am Schluss 215.000 Euro, woraus ich eine Rente von 800 Euro bekomme. Das ist durchaus sehenswert. Die Abwicklung erfolgt über die Sutor Bank. Ist also auch sicher. Sehen wir auch die verschiedenen Fonds, die fair.de verwendet. Wie gesagt, sind alles sehr günstige ETFs auf Aktien und Anleihen. Meine Empfehlung ist also, wer jetzt noch einen Riester-Vertrag hat, das sind ja sehr, sehr viele, da würde ich auf jeden Fall mir überlegen, hier zu wechseln. Gibt sogar auch noch eine Wechselprämie, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt, wie ihr dorthin kommt und auch hier im Video. Bei der Neuanlage würde ich es mir genau überlegen, in welcher Einkommensklasse ich bin und ob ich Kinder habe. Also wer gerade, wie gesagt, Angestellter ist und so 30.000 bis 40.000 Euro verdient und 2 Kinder hat, für den kann sich das auch lohnen. Allerdings soll er sich nicht nur auf Riester verlassen. Das ist, wie gesagt, nur ein Baustein dann für die private Altersvorsorge. Das war es auch schon von meiner Test und Erfahrung von fair.de, einem innovativen und günstigen Riester-Online-Sparplan.